Wenn du liegende Gegner mit dem Lichtschwert angreifst, bewirkst du massiven Schaden. Das geht? Ah, hier geht einiges. Vor allem ich von A nach B. So, willkommen zu The Force Unleashed. Ich bin hier immer noch im Affenhaus. Nachdem ich es dann endlich mal geschafft habe, die Spiratus zu killen. Oh mein Gott, dass ich das noch erlebt. Ja, das war auf jeden Fall so Dark Souls 4-mäßig. Wo bin ich denn hier? Warum gibt es hier keine vernünftige Map oder so? Es ist... Ah, wo komme ich her? Wohin gehe ich? Niemand weiß es. Vor allem ich nicht. Und das beunruhigt mich zutiefst. Ach so, genau. Hier bin ich hochgelaufen, hochgeklettert, hochgestolpert. Hier ist noch ein Sith-Holocron, aber die respawnen auch einfach mal gerne. Habe ich da noch irgendwas vergessen? Irgendwas leuchtet da unten. Und das macht mir Sorgen. Naja, das sind da... sind ja hier auch nicht irgendwelche Affen, gegen die ich kämpfe, sondern es sind irgendwelche, also die bewegen sich so, also sind das automatisch Affen, so. Ich habe gesprochen. Diese Fremden sind vielleicht gut ausgebildet, aber wenn ihr den Anführer jeder Gruppe ausmacht und erledigt, könnt ihr vielleicht den Rest dem Fall entgehen. Wow, ich habe die Systemeinstellung immer noch so eingestellt, dass ich kaum irgendwas verstehe. Das ist richtig gut, das hat mal wieder ein richtiger Profi hier gemacht. So, du bist erstmal hier geblitzdingst und wenn ich dich dann noch treffen würde, das wäre cool. Ja, genau, schön aus meiner Range. Ab in den Blitz. Yo. Hä, konnte ich das bei den Paratus auch? Nee, oder? Das Spiel macht mich ja sehr nicht schwach. Was ist das denn? Ja, genau, schön auf den Rücken. Jetzt hab ich... Scheiße, jetzt habe ich aus der Elden Ring Steuerung gedacht, ich könnte den Gegner damit fokussieren, wenn ich hier auf den einen Analogstick drauf hämmer. Ich habe mich geirrt. Au, oh, ja, komm. Jetzt reicht's. Ich hatte hier so eine super geile neue Super-Duper-Fähigkeit. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wie ich da nochmal hinkomme. Boah, hier spielt wieder der Profi. Was? Wart's ab. Ah, die Blitze, viel zu gut. Ich sollte auch mal schauen, dass ich die Machtfähigkeit wieder so aufrüste, dass ich... Moment mal. Momentchen. Ich hab da noch ein paar Punkte. Nice. Machtblitz. Boah, 6 Stück. Ja, wo soll ich die denn herklauen? Woher nehmen und nicht stehlen? Aufschlag, Lichtschwert, Schleuder. Ich gucke jedes Mal nach. Und das, was ich eigentlich machen möchte, ist das Lichtschwert einfach mal zu schmeißen. Aber das Spiel lässt mich ja nicht. Fählen. Das klingt nach Spaß. Aktivierung, RT. Beschreibung, ein Lichtschwert wird nach dem gegriffenen Gegner geworfen. Okay, also mit Macht gegriffen, ne? Und fällt ihn, wodurch schwerer Schaden bewegt wird. Ja, nur so ein Lichtschwert so durch und durch. Das ist manchmal tödlich. Bei Qui-Gon Jinn ja, bei allen anderen, die danach so einen Bauchtreffer kriegen, eigentlich nicht. Sabine Wren. Entschuldigung. Ah. Mein Gott, er soll hier einen Liter Kaffee einschmeißen. Ah, erstmal schön hier wieder Diesel auffüllen. Lufthinterhalt. Aha, Luftstoß. Ja, scheiß drauf. So, wo sind denn... Machttalente, Stärke, Machtfokus. Das muss ich aufrüsten, damit die... damit ich diese passiven Sachen alle aufmöbeln. So, Rückstoß. Was war das nochmal? Halte LT und B. Eine mächtige Schockwelle. Ja, bei vielen Gegnern ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich nehme es einfach mal mit. Besser haben als brauchen. Besser Kauterback als Rauchen oder so. Ich hätte das nicht mehr ganz zusammen. Scheiß Pflanzen. Aber wenigstens gibt es hier keinen Kaktus. Wie bei Last Survivor. Haben die das mittlerweile mal gepatcht? Ich würde das nämlich eigentlich gerne nochmal spielen. So mit New Game Plus und so. Aber 10.000 Machtpunkte. Nice. Ja, genau. Hä, man kann auch sozusagen... Ja, da waren sie wieder, die Füße. Ey, Steuerung. Ich komme auf diese Steuerung nicht klar. Also da finde ich die Steuerung von Elden Ring... Ja gut, die ist jetzt auch nicht wirklich schwer, aber... ne, also, außer du möchtest eine Einhandwaffe zu einer Zweihandwaffe machen. Dann kannst du dir dabei schon mal so den einen oder anderen Finger brechen.
Aber ansonsten finde ich die Steuerung hier eher so mäßig bis überhaupt gar nicht intuitiv. Ja, das war Jedi Survivor, please, ey. Also das war ja... Das ist die Steuerung echt nice. Ja, hier fliegen irgendwo Rochen rum. Den Schatten gesehen. Oder ich krieg gleich einen Herzanfall. Oder beides. Das explodiert wieder nur, ne? Okay. Boah, ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Du musst den anvisieren. Dann musst du einem. Dann musst du erstmal auf die Fresse kriegen. Und dann musst du. Yeah, es sind Minen. Es sind Minen. Schon wieder falsch. Ach, scheiß drauf, einfach blitzen. Ja, dann dreht er sich während des Schlages einfach um und visiert einen anderen an. Ja, das. Ja, macht Sinn. Das kann nur ein wahrer Sith-Meister. Nice, die spawnen sogar nach, die Bomben da. Oh, Mist. Oh, die stehen gut. Naja, hätte ich gesagt, wenn es stimmen würde. Okay, ich muss erstmal diesen Dude da hinten killen. Bufft er die noch ins Nirvana? Wo ist der denn überhaupt? Yo, der steht da 5 Kilometer weit weg. Wie ein normaler Staatsführer das momentan so macht. Oh, ich sterb gleich. Sterbe! Ich überleben! Easy. Warte. Ja, die sind immer noch stark. Oh, nicht gut. Hey, da ist auch noch einer. Ja, jetzt mach ich aus der Range von dem Scheißfieder raus. Oh Gott. Ein ganz normaler Samstag. Und das ist noch nicht mal Samstag. LOL. Der Skill. El Skillo. Ich cheese ich jetzt gerade. Ja, genau. Ey, die cheesen mich ja auch kaputt. Dann darf ich das auch. Hab die Regel nicht gemacht. Ja, okay, eigentlich schon. Wenn mich da noch einer trifft, dann bin ich tot. Oh. Ja, ich bin mal gewinnen lassen. Damit, na, alles noch. Ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Boah. Jetzt sagt ihr mir das nochmal, ne? Boah. Guck mal, wir wippen im Takt. Erstmal im Takt wippen. Ja, schon cool, aber irgendwie kann ich das nicht. So, und dann, genau. Was ich die ganze Zeit versucht habe, ist, einen anzuvisieren, dann nach vorne zu dashen und dann zu schlagen, aber das kriegt der Sith Lord vor dem Herrn hier nicht hin. Scheiß drauf. Ciao. Komm, Kollege. Boah, dieses Anvisieren. Das ist so ein richtiges Problem der anfänglichen 2000er. Willst irgendwie fokussieren, guckst aber in die andere Richtung und dann guckst du irgendwie gegen so eine Wand und stirbst. Weil du ja nicht darauf achten konntest, was er da tut. Die geben gar nicht mal so wenig Punkte, ne? Ciao. Ja. Ah, bevor ich es vergesse hier von, wie hieß er denn jetzt nochmal? All nice stuff. Kam die Frage, ob ich den zweiten Teil auch noch spiele. Ich hab's doch auf der Liste tatsächlich. Kommt drauf an, ob ich, ja, nochmal irgendwie so einen Endgegner wie Paratus bekomme. Dem ich dann gefühlt meinen Rechner schon gedanklich aus dem Fenster schmeißen muss. Aber eigentlich macht das Spiel auch richtig Bock. Also noch ist Teil 2 auf der Liste. Und ich hoffe, dass da die Grafik wenigstens ein kleines bisschen besser ist. Besser hier. Ja, mal gucken. Ich glaube, das blocken die einfach, ne? Boah! Drückt Y, er so, nein, ich mach nichts! Sumpf 1 und 2. Das ist ein Medaillon. Holocron, fast. Medaillon. Das ist ziemlich alles, außer. Das ist der zweite! Er kann sich teleportieren! Unbegrenzte Energie! Unbegrenzter Mann! Ja, von daneben. Ey! Ah, jetzt mit dir allen Problem. Komm her. Komm her. Gott, ich hasse diese Steuerung. Ich hasse diese Minen. Das ist auch irgendeiner, der die bufft, oder? Da mein ich halt nur. Ich glaube, ich meine das nur. Ja, ey. Ich grill den links und rechts, aber nicht den, der mich angreift. Danke, Spiel. Boah, ich kotze gleich. Dieses Anvisieren.
Ja, genau. Macht Heilung wäre eigentlich cool. Ach so, Moment. Ja, aua. So viel auf einmal ist irgendwie kacke. Gerade vergessen, dass ich ja auch hier noch hier diese... Ja, jetzt töten die mich gleich wieder. Die töten mich einfach, während ich da vor mich hinschwebe. Ja, aber ne, willkommen zurück zum Format. 11 Minuten völlig umsonst verschwenden. Mein Name ist Admiral und ich zeige euch, wie man sehr effektiv seine Zeit hier bei Star Wars Unleashed verschwendet. So, das probiere ich doch hier mal direkt aus. Ja, und toll. Das hat effektiv so gar nichts gebracht. Komm her. Und er greift wieder einen anderen an. Warum? Du sollst den da killen. Nur die wahren Sith Lords greifen nicht den Gegner an, den sie eigentlich angreifen sollen. Ja, und vor allem so, du kriegst direkt so eine Kombi ab. Ja, guck mal hier, so, so ein Teufelskreis, nur schön verprügelt werden. Ja, mittlerweile so, als ob du ne, in Frankfurt einfach mal so über die Straße gehst. Völlig normal. Das ist so der allgemeine Begrüßungston. Ja, da kommt noch einer. Junge. Ja, und er wird... Hä? Achso, der... Yo, er lebt noch. Er lebt echt noch. Sein drei Leben. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ich keine Leben von dem bekommen habe. Genau, das war der Grund. Boom. Aber trotzdem, mit jedem Tod kriegst du auch... Also du spielst ja die Passagen immer neu. Ich wiederhole mich auch gerne. Aber dafür, dass du die ganze Zeit die Machtpunkte bekommst. Außer beim Endgegner, richtig? Boah, beim Endgegner bist du dann eigentlich richtig... Hä, stimmt eigentlich. Wenn du beim Endgegner ja nicht weiterkommst, ja, dann hast du einfach verloren. Ist einfach so. Weil der gibt ja nie Machtpunkte. Das heißt, du wirst bei denen nicht stärker. Aber wenn du bei diesen Passagen hier nicht weiterkommst... dann ist das relativ egal, weil dann, ist er hier von solchen Pflanzen verprügelt. Ach so, ja, und die schützen sich auch einfach so, ja, weil sie das einfach können. Warte. So, unbegrenzte Energie, dann unbegrenzten... Nee, ich werde einfach wieder verprügelt. Das sind einfach zu viele. Von denen stirbt auch einfach gerade keiner, dass die mir Leben geben. Ist echt so. Ey! Aber gleich tötet mich die Pflanze. Ey! Jetzt gib mir nochmal Leben. Noch mehr Leben. Ich muss irgendwie an den Dude da hinten drankommen. Don't you die! Oh, da gibt's sogar ordentlich Leben. Oh. Leash, ey. Ja, das macht überhaupt gar nichts. Ah, du musst hinkommen. Ach so. Sag mal da doch. Was ist das auch immer? Yo, okay, durch alle durch. Und du kommst ja auch noch schön in die Blitze. Auf Wiedersehen. Ja, ich dachte, okay. Ich dachte schon, er überlebt das. Das sind schon gastige kleine Scheißviecher. Ich muss das schon, ne, muss ich schon sagen. Mir fehlt dann auch dieses eine kleine Scheiß-Machtfitzel, um die endgültig zu killen. Ey, nur wieder ranten hier. Drecksgame, das Spaß macht. So. Auf Wiedersehen. Ich nehme ihn. Wie viele sind das denn? Wohnen die hier oder was? Ach ja, da war ja was. Er schlägt einfach. Okay. Boah.
Ja, und der nächste. Gibt's ein Dutzend billiger. Ja, das ist stark. Diese zusätzliche Blitzattacke hier. Kann ich das nochmal einsetzen? Nee, ne? Ja, okay, dann macht er das nochmal. Bonusmission habe ich komplett aus dem Blick verloren. Aber dieses Holocron nehme ich doch gerne mit. Komprimierter goldener Lichtschwertkristall. Okay. Macht er irgendwas Nützliches oder ist der nur... Jetzt habe ich das Falsche angeklickt. Kann er auch irgendwas Tolles oder ist das wieder nur eine Farbe? Es ist nur eine Farbe. Wow. Ach, das ist ja cool. Nicht. Ja, cool. Bin ja weit gekommen heute. Da sind sie wieder. Ich weiß nicht, der macht irgendwie einfach nicht mehr, was ich ihm sage. Und da werde ich ja auch noch von irgendwelchen Viechern verprügelt. Okay, vielleicht ist das etwas besser. Die einfach so zu schocken und dann drauf zu hauen. Ja, voll daneben. Beide. Zwei Profis aufeinandertreffen. Seht genau das. Ah, okay. Geben viele Punkte, die nehme ich alle mit. Keiner entkommt mir hier. Die eigentlich auch irgendwo hinten oder leben die hier einfach so zwischen den Pilzen? Ich frage für einen Kumpel. Ah, das sind ein paar nice Rüstungsteile von Klontruppen. Hoffentlich ohne Inhalt. Berüchtigten Schalentiere. Und hier spawnen sie wieder, die Drecksäcke. Yay. Die haben wir ein außergewöhnlich ästliches Exemplar. Vielen Dank. Oh, ich darf den großen Topf schmeißen. Ey. Moin. Boing. Ich schmeiß mit alten Panzerteilen von denen rum, ne? Ist das richtig? Geil, wer ist er denn, Häuptling? Ach du dicke Maske, ey. Hä? Wieder durch irgendwen da hinten. Guck ihn dir an. Der Schamane. Ich glaube, irgendwer hat gerade irgendwas gesagt, aber ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe den Ton hier extrem leise eingestellt. Okay. Der Häuptling kann sich gut drehen. Er ist berühmt für seine Drehungen. Ja. Backflip. Der explodieren? Aha. Das war also der Superlappen von denen. Nee, ich glaube, hier sind einfach nur irgendwas rum. Ich dachte, die, Juno hätte wieder irgendwas über Com gesagt. Gib dich zur Ahnenschlucht. Okay. Das ist die Ahnenschlucht, oder was? Okay, keine Ahnung, was es da uns erwartet. Oh, ein Lucra-Hulk. Nicht mehr in dem besten Zustand.
Ich glaube, jetzt hat der Roboter was gesagt und ich habe nichts verstanden. Sehr große Kreaturen. Ach, können nix. Erstmal nehme ich jetzt hier meine Machtsachen. Ja, und dann wird der mich wieder hier aufhalten, damit er zuhauen kann. Kann in der Rancor. Außer gegrillt werden. Boing. Ist ja schon irgendwas abgezogen, oder? Lass mich raten. Während des Kampfes kommen unendlich von diesen Scheißerchen. Das wäre mir aber eigentlich auch recht, weil die voll viele Punkte geben. Au. Was war das denn? So, so eine Pflanze, ne? Wie viel hat er denn? Ach, die Hälfte. Please. Schaden gesteigert. Oh, yes. Stellen wir ihn auf den Rancorius. Das war schon. Ja, nice. Ich dachte, der wird mir schon fast gefährlich. Noch mehr Quicktime-Events, bitte. Events. Ein von vier Rancors zerstört. Einfach. Ja, toll. Nochmal mehr. Ciao. Okay, noch mehr. Der ist schon fest? Ja, natürlich. Von den Sturmtruppen hatten sie immer nur so eine begrenzte Anzahl, aber die kommen einfach unendlich. Ich leg mich hier gerade echt mit dem ganzen Planeten an. War nach wie vor, die geben halt schön Punkte. Okay, wo muss ich denn hin? Erstmal muss ich ins Haupt... Upskill-Menü, meine ich. So, dann kann ich dem Stehen ein paar Punkte ausgeben. Macht Fokus. Ich vergesse das jedes Mal, weil das eh... Jeder Rang steigert deine maximale Machtenergie. Ja, das ist schön, aber ich glaube, ich hätte lieber... Pass auf, ich nehme tatsächlich mal das hier. Aus dem Grund, weil mir immer so ein kleiner Fitzel fehlt, um die Viecher komplett zu töten mit einer Ladung. Und, was ist das denn? Und dann kann ich jetzt ganze Gruppen direkt grillen. Einmal eine Gruppengrillung, bitte. Okay, da geht's lang. Die reicht das wohl nicht. Die sind immer noch zu... Ah, doch, das reicht. Das reicht komplett. So, wo ist der Schamane? Was ist der Dorfälteste? Da! Ciao. Ah, es sind so viele. Und sie sind alle so nervig. Jedes Mal ab. Eiskalt blocken sie das ab. Also vom Nervigkeitsgrad sind die auf jeden Fall bei einer 11 von 10. Cool. Es hat nichts bewirkt. Das ist ja schön. Ah, gut. Häuptling, tatsächlich. Auf die dicke Hose, ey. Hat ja immer so im Leben geschnipst. Was gibt's hier? Gar nichts.
Also wieder nervige Scheißviecher, die mir mal wieder die... Ja, ein Viertel der Leben abziehen, falls sie es können. Ja, ich würde auch irgendwie den Himmel grillen. Es ebbt einfach, nicht ab. Ja, und er trifft mich sogar. Er ist kein mit dem Gesicht ranrennen. So, stirb. Gleich. Gleich, wenn der Sith vorbeikommt, dann schnapp ich mir ihn. Er wird mich gar nicht sehen, komm. Komm, sehen. sehen, komm. Hm. Die Grammatik ist nicht sehr ausgeprägt hier auf Felucia. Unbegrenzte Energie, genau, gegen unbegrenzt wenige Leute. Und er boxt mich trotzdem. Gibt es denn später mehr Machtenergie oder muss ich das jetzt hier wirklich alles mühselig zusammensuchen? Moin! Ja, Profis. Hier sind wieder Profis am Werk. Und das ist ja jetzt gerade relativ gemein, denn der Schamane versteckt sich da wie der letzte Feigling. Boah, die sterben sogar nervig. Ciao. Okay. Das habe ich hier schon aufs Bild geboxt. Nein, 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 nein. Bonus hier erfüllt. Verdiene Machtpunkte, Machtkombo, irgendwie irgendwas. Okay. Irgendwas habe ich jetzt geschafft. Und es bleiben einfach so unfassbar viele. Wieso sind die denn so nervig? Okay, was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe einen Machtpunkt bekommen. Joa, kann ich dafür irgendwas kaufen? Irgendwas, was Sinn macht? Luftschlag. Sith Heap. Ein Lichtschwertangriff mit Blitzen, der mit einem Aufwärtssprung endet. Ja. Das klingt aber eigentlich nach Spaß. Gerade noch nicht aufgerüstet habe, weiß ich nicht. RB, halten und dann... Boah, springe hoch, während du einen Gegner erfasst hast und springe ihm mit dem Lichtschwert entgegen. Das klingt ultra lame. Vor allem, das kostet 3. Also RB halten und dann A und... Ja! Okay, komm, das klingt so kompliziert, das nehme ich mal mit. Also... RB und dann LB und A gleich. Ja, natürlich. Und pass auf, dann steht er gleich vor dem. Hat einfach gar nichts. Wer kommt denn auf solche Kombinationen, Mann? Okay, der zweite Rancor. Oh, der sieht anders aus. Du kriegst direkt die Segnung. Yo, Zerquetsch-Bonus. Die Bum-Bum-Frucht. Darf ich mal? Ja, nein, darf ich nicht. Oh, das ist der zweite. Er hat einen Stein gefunden. Okay, ich befürchte, das wird relativ nervig. Das ist ja noch einer. Gesundheitsentzugsaura, jawoll, au. Oh. Ja, ich sterbe einfach.
Das sind ein paar. Ich zähle mindestens zwei Gegner. But hell, I'm bad at math. Oh, und wieder 10.000 Machtpunkte. Und macht Talentsphäre, das ist gut. Irgendwo läuft ja noch ein Schamane durch die Gegend. Schamane. Schabama. Dahin. Ah ja. Und wieder ein paar Punkte. Und wieder ein Schaman gegrillt. Die Schamanplatte. Yo! Ja, natürlich, aber klar doch. Boah, dieser Doppeltritt, ne? Dieses Mocking dabei noch. Ich brauche keine Waffe, um dich zu treffen. Ich brauche nur meine beiden Füße. Ich habe das ganze Leben lang meine Füße trainiert. So, Machtkraftsphäre, noch eine, wow. Ja. Nee. Nervig. Aber das mach ich noch eben vorbei. Ja, vorbei. Hm, aua. Ja. Okay, der killt die auch. Ja, der trifft mich einfach so aus Prinzip. Ich bin tot, oder? Ah. Okay, dann wird das wohl etwas für die nächste Folge. So, ich ärgere mich kurz, 5 Minuten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die ihr wahrscheinlich eher so einen Tag oder 2 Tage später sehen werdet. Hat er nicht gesagt. So, alles klar. In dem Sinne, wieder schauen, rein, ciao, ciao und bis zum nächsten Ranko. Tschüss.